Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch die Mediabook-Neuveröffentlichung einer neuseeländischen Komödie aus dem Jahr 2014 mitgebracht, die ich damals im Jahr 2015, als der Film zum ersten Mal auf Blu-ray veröffentlicht wurde, rezensieren durfte. Und ich muss sagen, ich war damals hellauf begeistert. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, ich finde die Komödie heute sogar noch besser als damals. Und zwar ist das What We Do in the Shadows. Beziehungsweise in Deutschland hieß der Film Fünf Zimmer, Küche, Sarg. Okay, ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall ein Titel, der sich einprägt. Aber What We Do in the Shadows, also was wir in den Schatten machen, passt besser und ist auch der Titel der Serie, die auf der Grundlage dieses Films dann produziert wurde. Und zwar von Taika Waititi. Hier, da ist er auch. Taika Waititi, so heißt der Mensch hier. So. Und da geht es um eine Vampir-WG in Neuseeland. In der Serie sind die in Amerika, aber hier sind sie in Neuseeland. Und das sind halt Vampire, die ja ein ganz normales Leben unter Menschen führen. Also, naja, so normal wie Vampire das halt machen. Aufgezogen ist das als Mockumentary, also so im Dokumentationsstil. Und es ist einfach sau witzig. Es ist unglaublich komisch. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie den Film jetzt auf im Mediabook nachgelegt haben. Und nicht nur in einem, sondern direkt in fünf verschiedenen Mediabook-Versionen. Als da hätten wir Cover A, das wäre sogar wattiert. Dann haben wir hier Cover B. Dann haben wir Cover C, das ich auch sehr, sehr cool finde. Hier mit diesen Farben und so gefällt mir gut. Und dann haben wir noch Cover D. Das persönlich spricht mich nicht so richtig an. Und hier haben wir Cover E. Cover E ist limitiert auf 111 Stück und wie ihr es mittlerweile schon wisst, ich habe keine Nummer drauf, weil das ist keins von diesen 111 Stück, sondern ein Pressemuster. Ja, dass ich euch hier jetzt Gott sei Dank trotzdem zeigen darf. Dafür brauche ich ja keine Limitierungsnummer. Ein großartiger Film und wenn ich mich nicht sehr täusche, wird auch das Mediabook großartig sein, weil alles andere würde mich bei Cine Strange Extreme, nämlich Extreme, wundern. Ja, sorry, der muss jetzt einfach sein. Ja, wir haben also hier vorne einmal die Vampir-WG in Spottlack-Veredelung. Ja, während der Hintergrund matt ist, auch der Filmtitel vorne hat diese Spottlack-Veredelung und das schaut fantastisch aus, ganz toll. Das wirkt sogar schon so ein bisschen dreidimensional. Auf dem Spine haben wir den Filmtitel draufstehen, hier Fünf Zimmer, Küche, Sarg. Hier oben den Hinweis auf die Limited Cine Strange Extreme Edition, das ist die Nummer 36. Rausgekommen ist der übrigens am 30.09.2022. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ja, seit dem 30.09. im Handel erhältlich. So, auch der Filmtitel hat eine Spottlack-Veredelung, genau wie hier oben das Logo. Der Schriftzug von Cine Strange Extreme nicht. Dann haben wir hier unten noch eine Miniaturabbildung des Frontcovers und hier den Hinweis Blu-ray DVD, denn es ist ein Kombipaket. So, dann haben wir hier hinten drauf noch ja, eine Inhaltsangabe mit einem Verzeihung, mit einem Bild aus dem Film. Dann haben wir hier unten noch weitere Bilder aus dem Film. Hier haben wir die Produktspezifikationen, hier das Bonusmaterial, hier die Limitierungsnummer und hier unten noch ein paar Urheberrechtshinweise. Jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an. Ihr hört das schon, ja? Das ist nicht schön mit meiner Stimme. Das ist schon wieder oder immer noch ein bisschen angeschlagen. Jo, also, oh, oh weia. Oh weia, so, das war, ja. Die Cine Strange Extreme Edition hat diese, ja, minimalistisch, aber sehr stilvollen CDs hier drin. Die haben halt in, ja, ihr seht das ja so, in weißer Farbe hier mit dem Schriftzug drauf. Ich finde das sehr stilvoll, aber ein bisschen Artwork drauf hätte wahrscheinlich auch nicht geschadet. So, hier haben wir jetzt noch die DVD drin liegen. Die sieht genauso aus, nur dass hier halt DVD steht und hier steht Blu-ray, aber ansonsten genauso. Dann haben wir hier,
wir auch noch einen farbigen Innendruck. Ich sehe auch schon, das Booklet ist verdammt dick. Ich bin mal gespannt, was uns da alles erwartet. Das Booklet ist auf jeden Fall vernäht, schön in der Mitte untergebracht und ihr seht das, wie immer bei Scene Strange Extreme, ein richtig dicker, massiver Einband, also hier die, ich sag mal, die Buchhülle. Hier oben geht es schon ein bisschen ab. Naja, gut, okay. Und auch hier muss ich sagen, ja, hier geht schon ein bisschen die Farbe ab, auch nicht ganz optimal, aber ja, gut, so ist es halt. Ja, das passiert, wenn man es aufklappt. Ich lege die Discs mal wieder rein und dann schauen wir uns mal das Booklet an, was uns da erwartet. Hier haben wir auf jeden Fall einen Blick auf Fünf-Zimmer-Küche Sarg, Interviews mit Vampiren von Nando Rohner. Der hat auch schon, na, ich habe schon mehrere Mediabooks ausgepackt. Ich weiß nicht, wie, in welcher Reihenfolge ich die hochlade. Ich denke, das hier wird eines der ersten sein. Der hat auch schon andere Mediabook-Booklets geschrieben für hier, für Scene Strange Extreme. So, dann haben wir hier, das ist jetzt kein Bild aus dem Film, beziehungsweise schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich finde, das ist cool gemacht. Cool gemacht, wenn man hier so die einzelnen Figuren vorgestellt bekommt. Hier so ein paar Zeichnungen des Sarges. Ja, gut, das hier wäre dann jetzt ein Ausschnitt von Cover B. Naja, okay, ist also auf jeden Fall eine Szene aus dem Film. Also sowas hier finde ich zum Beispiel cool, wenn man hier so Bilder von den einzelnen Figuren hat. Das macht was her, gefällt mir gut. So, dann haben wir hier Wladislaw der Stecher. Ja, ist das auch. Hier, die Figuren hier, die sind alle so wahnsinnig toll. Es ist so großartig. Allerdings, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Serie, die Vampire, ich finde die sogar noch ein bisschen cooler. So, und das hier ist dann auch der Regisseur Virago, der Dandy. Der hat auch so einen leichten Wiener Akzent in dem Film, also in der deutschen Synchronfassung. Super, göttlich. Also ihr müsst euch das anschauen, wenn ihr ein bisschen Spaß an Horrorkomödien habt, dann ist das hier auf jeden Fall ein Geheimtipp. Wobei von Geheimtipp kann man jetzt eigentlich schon gar nicht mehr reden, weil das ja quasi durch die Serie auch schon relativ bekannt ist. Aber trotzdem, super Film, ein ganz toller Film. Ich liebe den. Ja, so, und weiter geht's. Ich muss sagen, hier mit den Bildern, das gefällt mir auch richtig gut. Es sind zwar Bilder aus dem Film, aber dann auch hier sowas, das finde ich cool gemacht. Und so wie es ausschaut, bekommen wir hier eine Übersicht über den Vampir, wahrscheinlich in Filmen und Büchern oder was auch immer, im Laufe der Jahre. Hier, zack, habe ich übrigens auch ausgepackt für euch. Der war auch von Scene Strange Extreme, fällt mir gerade ein. War nicht so ganz der Burner, der Film. Aber der hier, der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Ja. Ja, auf jeden Fall ein tolles Mediabook. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich hatte hohe Erwartungen und die wurden erfüllt. Auch so von der Menge des Textes her gibt es hier nichts zu meckern. Die paar Bilder, beziehungsweise die Bilder, die drin sind, die machen in meinen Augen Sinn. Das Papier ist schön dick. Und ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu glänzend, aber ja, das wäre Meckern auf höchstem Niveau und abgesehen davon, andere Leute mögen das. So, und dann hier, das finde ich auch ganz toll, internationale Filmposter, das finde ich geil. So, das hier wäre übrigens hier, da haben wir ja Cover A, da ist es ja abgebildet und hier ein bisschen farbiger. Und ja, das hier, das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Hier, ja, macht was her. Ja, das ist ja das gleiche wie hier, nur ein bisschen anders verschoben. So, hier haben wir nochmal exakt Cover B. Und das wäre das hier vorliegende Cover. Doch, 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 das ist schön. Das macht Spaß. Gut, das weiß ich jetzt nicht, ne? Also wenn das das gleiche Bild. Aber gut, ich nehme an, dass das Booklet bei allen Mediabook-Variationen gleich ist. Das heißt, die von A, B, C und D haben dieses Bild halt nicht vorne drauf. Dann kann man das auch hier reinbasteln. So, das war's auch schon. Fünf Zimmer Küche Sarg, eine großartige Vampirkomödie in einem hervorragenden Mediabook. Gibt es absolut nichts dran auszusetzen. Tolles Teil, gefällt mir gut. Ich bin froh, dass ich es in der Sammlung habe. In den nächsten Tagen kriegt ihr weitere Unboxings. Um die nicht zu verpassen, abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da. Wobei, das hat nichts damit zu tun, ob ihr Videos verpasst oder nicht, aber ich würde mich einfach drüber freuen. Freuen tue ich mich auch über Kommentare, also haut in die Tasten
Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und bleibt geil. Euer Michael Speyer.